Hallo Leute, es geht weiter mit Let's Play Pokémon Weiß. Schon zwei der Top 4 habe ich besiegt. Das ist doch sehr schön, oder? Ich bin froh drüber, ich freue mich, ja. Und ja, dann wollen wir doch mal weitermachen. Wie ich schon im letzten Part sagte, es fehlen nur noch Psycho und Umlicht und beides haben schöne Schwächen gegen Käfer. Aber da habe ich ja meine coole Spinne, ja. Natürlich, ich habe den zuerst nämlich an mir schon Ja. besiegt, sondern gewartet. Und guck nochmal alles durch. Und ja, alles wunderbar. Da wollen wir mal sehen, was mich hier erwartet. Umlicht oder Psycho. Mal sehen, ob ich es gleich erkenne. Das sieht mir ja. Wenn man die Flammen sieht, denkt man Umlicht. Nee, Feuer eigentlich. Ich denke mal, ja, Psycho. Dass jetzt die Flammen mit irgendwelchen Psychokräften angehen, denke ich mal. Warum ist das Psycho? Ist eigentlich egal. Da er, wie gesagt, meine Spinne in beiden Fällen einen Vorteil hat, was ich schon mal sehr gut finde. Und ja, ich gucke noch mal, weil ich bin so vorsichtig, ist so wichtig, so wichtige Kämpfe. Und ja, okay, ich gehe jetzt in den Kampf, in den dritten der Top 4. Ja, scheint auch in der zu sein. So, wollen wir mal. Ja, okay. Oder ist es vielleicht doch Umlicht? So wie der aussieht. Ja, scheint Umlicht zu sein. Er fängt an mit diesen Hühnchen. Okay. Hier machen wir erstmal einen strategischen Rückzug, würde ich sagen. Bam! Hühnchengrün! Ein Robohühnchen. Und jetzt kommt mein Feuergorilla und jetzt werde ich das wie voll von hinten braten. Yeah. Da gibt ein großes Hündchen. Was? Sandattacke? Wie blöd. Ach, halt's Maul, Mann. Ich hau das jetzt einfach mit Flammenblitz um. Hoffe, das reicht. Das wäre cool. Natürlich reicht's nicht, aber ich merke gerade, es verletzt sich selbst kaum. Das ist doch sehr schön. Oh, Gnätscher, ja, so viel ist sicher. Ja, natürlich kommt jetzt das. Das musste ja jetzt kommen. Nein. Ich treffe nicht wegen dem blöden Sandwirbel. Das ist jetzt beschissen. Wie doof ist das denn? Kommt wieder Knetscher vielleicht? Ich gehe mal davon aus, dass Knetscher wieder kommt. Und nehme deshalb mein Kroko jetzt mal rein. Ne, Brickbreak, ne. Natürlich. Durchbruch. Jetzt, wo ich mein Kroko nehme. Du kannst mich auch mal, du Scheißvieh. Okay, wenn's schneller. Ist gut. Schaufler mal. Schaufeln wir uns mal in das Loch hier. So. Bam. Ja, es hat ein bisschen guten Schaden gemacht. Wie jetzt ist sein Angriff ist gestiegen, hat einfach die Fähigkeit kopiert. Das ist ja total beschissen jetzt für mich. Das ist ja doof. Okay, ich muss mein Feuergorilla heilen, sonst habe ich hier gleich ein ganz großes Problem. Ich brauche ihn nur seine Angriffspower. Knetscher, ja, knetsche mich. Mach ruhig. Ja, schön. Es verletzt sich aber. Nein, ich glaube nicht, dass es schneller ist. Den Glauben habe ich jetzt nicht. Also sehen wir Kroko wieder. Gnetscher, ja. Toll. Ist das. Nee. Ich glaube, der hat jetzt echt von meinem Kroko kopiert, die Fähigkeit, dass der Angriff jetzt steigt.
Egal, ich hau's jetzt um. Jetzt hau ich's um. Jetzt hab ich auf den Drang, war klar, aber jetzt ist den zweiten verschwendet. Was doch schon mal gut ist. Man, dieses Vieh sieht wirklich aus wie so eine Art Robo-Hühnchen. Mit dem, das ist auch irgendwie ein Kamm von Huhn und, ja. Okay. Das ist ein Flammenblitz und dann ist es weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das Vieh ist gekrönt. Gut. Ich bin da recht ein neues, der, wenn ich die Spinne, das ist mein Spinne. Oh, jetzt kommt das Krokodil. Na komm, dann nehmen wir mal. Dann nehmen wir mal unseren coolen Frosch. Naja, mein Spinne ist ja auch noch Elektro, dass die Bodenattacken von denen nicht unbedingt so toll für mich. Oder für meine Spinne. Es hat nur bedroht, das ist ja harmlos. Oh, es kann Erdbeben. Das ist jetzt natürlich nicht schön. Aber wir halten Stand. Das ist mal schön. Wir machen Surfer. Ach, na egal. Ich kann jetzt nichts dran ändern. Gnetscher. Wäre krass gewesen, hätte es das überlebt. Okay, ich glaube fest daran, dass mein Spinne schneller ist. Und damit dass ich es jetzt erledigen kann, wenn nicht, kommt ein Erdbeben und das war's wahrscheinlich. Ich hoffe es jetzt. Nein, fuck! Das scheiß Krokodil ist schneller von denen. Ja, überlebt. Ich liebe meinen Spinne. Das war gar nicht sehr effektiv. Irgendwie durch Typ Käfer. Yes. Eine Spinne besiegt ein Krokodil. Ist das nicht cool? Und 5000 Erfahrungspunkte. Dank den Glücksaltern noch. Boah, geil. Boah. Was ist das? Dass ich mal mein Kroko jetzt mal wieder. So. Das ist doch auch aus. Das Effektor-Typ ist doch Stahl, oder? Das ist die Weiterentwicklung von diesen Unmich-Stahl-Pokémon. Ja, genau. Coole Sache. Da weiß ich ja gleich, was ich machen muss. Um das Teil loszuwerden. Genau. Goldschere, wie blöd. Okay. Was ist um nicht Käfer? Naja, ist egal. Hat trotzdem eine Feuerschwäche. Oder ist das sich jetzt von Teil aus? Mit Flammenblitz. Bam. Das sollte auch erledigt sein. Ja, das ist weg. Sehr schön. Wie viele Erfahrungspunkte das bringt. Schöne 2800, okay. Oh, was Krokodil in 5000 mit Glücksalz, das war da geil. Okay, der hat jetzt nicht echt noch die Katze, oder? Geil, der hat das böse Kätzchen. Der hat das Kätzchen, ahahaha, das ist doch so schwach, das miese Kätzchen. Der hat das Katzenvieh. Daraus würde damit erreichen, dass eigentlich für so ein schweres Pokémon sein Team halt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist ja armselig. Ja. Okay, ja, ich lache nie wieder über sowas. Nein. Na egal. Ich habe ja meine Spinne. Die spinnt gerne mal ein bisschen und die wird das jetzt erledigen. Denke ich mal, hoffe ich mal. Doch, wird sie. Night Slash, ja, du mich auch. Okay, ich nehme es zurück. Die Katze kann, wie es aussieht, doch stark werden. Naja, gut. Leider ist auch die Katze schneller. Also werde ich jetzt erstmal Folgendes machen. Erstmal leben.
Ja, wieder letztlich. Nicht so schön. Aber gut. Na komm her, Froschi. Du überlebst das jetzt auch mal so. Doch hab ich dich ja gewählt, weil ich glaube, du bist der, der hier am meisten aushalten kann. Außer natürlich eine Pflanzenattacke kommt, dann ist das natürlich alles gleich vorbei. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Ja, Night Slash, bitte überleb einmal. Nein, natürlich nicht. War falsch, meine Hoffnung in dich zu setzen. Ich bin enttäuscht worden. Jetzt bin ich traurig. Okay, dann machst du das jetzt. Ich hoffe, jetzt mache ich ja nichts falsch. Aber ich möchte gerne meine Geschwindung voll heilen für den Fall der Fälle. So, ja. So. Night Slash, kannst du noch was anderes? Okay. Das ist jetzt, hat sich erledigt. Laufklinge. Das reicht doch. Ja, sehr schön. Besiegt. Nummer 3 besiegt der Top 4. Sehr schön. Dann, das war jetzt um nicht. Also fehlt nur noch Psycho. Okay. Besiegt. Nur noch Psycho fehlt. Ist doch sehr schön. Freut mich sehr. Jetzt erstmal wiederbeleben. Das war schon wieder ein etwas schwieriger Kampf, aber gewonnen ist gewonnen. Das freut mich schon mal sehr, dass ich diesen Kampf auch geschafft habe. Das ist nur einer der Top 4 übrig, dann hätte ich das schon geschafft. Okay. Ja, das ist alles sehr anstrengend und aufregend, aber okay, ich mache einfach weiter. Ich bringe das jetzt, glaube ich, zu Ende, wenn ich schaffe. Ich hoffe es doch mal sehr, dass ich das schaffe. Wäre sehr schön und so. Und ja, gut. Team voll geheilt. Übertränke noch 29, bin aber noch 25. Sollte noch so hinkommen, ich als Erster. Ich hoffe es sehr. Naja, Spinne wieder, komm ja jetzt Psycho. Also ja, ich hatte erst Geist, Kampf und nicht, jetzt kommt Psycho noch. Okay. Oh ja, jetzt habe ich gespeichert, ihr seht das, ups. Okay, ich mache hier kurz mal wieder Pause, dann sehen wir uns im nächsten Part.